Hallo, heute sprechen wir über, wo kann man etwas machen? Wo kann man etwas machen? Wo bedeutet auf Englisch where? Kann bedeutet auf Englisch can. Seite 18 und 19. Nummer 1. Wo kann man jugen? Wo kann man jugen? Jugen bedeutet auf Englisch run. Wo kann man jugen? In dem Park. Nummer 2. Wo kann man essen und trinken? Wo kann man essen und trinken? In dem Restaurant. Nummer 3. Wo kann man Schuhe kaufen? Wo kann man Schuhe kaufen? In dem Kaufhaus. Kaufhaus bedeutet auf Englisch Mall. Nummer 4. Wo kann man Filme sehen? Wo kann man Filme sehen? Filme bedeutet auf Englisch Film, see film. Sehen bedeutet auf Englisch see. Wo kann man Filme sehen? Im Kino. Nummer 5. Wo kann man Leute treffen oder spazieren gehen? Wo kann man Leute treffen oder spazieren gehen? Leute bedeutet auf Englisch people. Treffen bedeutet auf Englisch meet. Spazieren gehen bedeutet auf Englisch walk. Noch einmal, wo kann man Leute treffen oder spazieren gehen? In dem zum Beispiel Stephanplatz oder in der Fußgängerzone. Nummer 6. Wo kann man tanzen? Wo kann man tanzen? In der Disco. Nummer 7. Wo kann man Pizza essen? Wo kann man Pizza essen? In der Pizzeria. Nummer 8. Wo kann man Eis essen? Wo kann man Eis essen? In der Eisdiele. Nummer 9. Wo kann man Geld wechseln? Geld wechseln deutet auf Englisch change money. Noch einmal. Wo kann man Geld wechseln? In der Bank. Nummer 10. Wo kann man Medikamente kaufen? Wo kann man Medikamente kaufen? Medikamente bedeutet auf Englisch medicine. Und kaufen bedeutet auf Englisch buy. Noch einmal, wo kann man Medikamente kaufen? In der Apotheke. Nummer 11. Wo kann man Kaffee trinken? Wo kann man Kaffee trinken? In dem Café. Nummer 12. Wo kann man Briefmarken kaufen? Wo kann man Briefmarken kaufen? Briefmarken bedeutet auf Englisch Stamps. In der Post. Nummer 13. Wo kann man im Internet surfen? Wo kann man im Internet surfen? In dem Internetcafé. Ergänze. Nummer 1. In dem Park kann man Park jugen. Nummer 2. In der Pizzeria kann man Pizza essen. Nummer 3. Im Kino kann man Kino Filme sehen. Nummer 4. In der Apotheke kann man Apotheke Medikamente kaufen. Nummer 5. In der Bäckerei kauft man. In der Bäckerei kauft man zum Beispiel Brot oder Keks. Nummer 6. Im Restaurant kann man Restaurant essen und trinken. Nummer 7. Im Kaufhaus kauft man Kaufhaus zum Beispiel Schuhe kaufen. Nummer 8. In der Post kauft man Post Briefmarken.
Nummer 9. In der Bank kann man Bank Geld wechseln. Nummer 10. In dem Stephanplatz kann man Stephanplatz oder Fußgängerzone zum Beispiel Leute treffen. Nummer 11. Im Internetcafé kann man im Internet surfen. Nummer 12. In der Eisdiele kann man Eis essen. Nummer 13. In der Disco kann man Disco tanzen. Danke schön. Tschüss.